und Hugo mit Darm direkt. Ja. Schauen wir mal, Hugo erased das Ganze natürlich auch. Kriegt er erstmal den Call von Massimo. Scotty. Sebastian hat im Small Blind 10-8 suited. Und wieder der halbe Tisch dabei. Gucken, was Eisen 1 hier macht. Ja, König 7, Kreuz. Foldet. Ja. Komm, Farbe, Farbe geht. Farbe geht? Okay. Ja. Yep. König 7 bei Big Scotty in Führung. Aber die Damen sind ja noch da. Die da 10-8 hat jetzt hier zweimal Gutshot plus den Backdoor-Draw bei beiden 10-8ern. Ja, auf jeden Fall spielbar. Weiter. Also auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass da jemand rausgehen wird jetzt. Wow, Hugo bettet 75, kriegt er erstmal, kriegt er von allen drei einen Call. Der wird sich freuen. Hugo wird sich freuen. Ja, also, wenn jetzt keine Scarecard kommt, wird Hugo hier weiter Gas geben. Und das ist, da ist eine Granatenkarte für den Herrn Double Langrock. Gutter für die beiden mit 10-8 jetzt, plus der Flush Draw bei Langrock. Hugo immer noch mit Overpair. Jetzt muss Hugo aber kräftig betten. Kriegt er aber trotzdem keinen Fold, aber. Ja, das ist zu wenig. Das ist, glaube ich, weniger als der Turnbet war. Ja. Damit kriegt er sie nicht weg. Und ja. Und ich kann mir, was ist, kann mir vorstellen, Sebastian könnte ja sogar raisen. Dadurch, dass er so viel Equity aufgepickt hat. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Also würde Sinn machen. Hier kriegt er dann viele Hände zum Folden. Plus mit seiner Hand. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was Scotty macht. Scotty wird hier höchstwahrscheinlich folden, ja. Sebastian halt out of position, in erster Position. Ist halt das Problem, wenn es jetzt ankommt, was macht er? So 6 Herz oder 9 Herz wäre halt Desaster für Massimo ein bisschen. So, Hugo guckt. Der traut dem Braten auch noch nicht so richtig. Wie weit oder wo er mit seinen Damen steht. Naja, also wenn man Pot aufbauen kann, dann jetzt, oder? Jetzt muss er. Nein, nicht muss, genau. Wenn nicht, wann, dann jetzt, oder wie sagt man? Also er wenn hat nicht hier, jetzt, wann dann? Genau, wenn nicht jetzt, wann dann? Er hat hier ein Double Gutter mit Flush Draw, also hat hier massig Outs. Er hat hier das halbe Deck, sagen wir mal so, spaßeshalber. Yep, und da kommt das Race. Und jetzt wird Hugo, denke ich mal, reinstellen können. Wie ich so Hugo kenne, wird er sich hier von Damen höchstwahrscheinlich nicht trennen. So, das sind 300, das sind 450. Und ja, schauen wir mal, was Hugo jetzt macht. Hey, guckt schon zum Dealer. Wie viel ist es? Er callt. All in. Nee, wenn er jetzt callt, dann wird Massimo auch callen. Glaube ich. Bin ich mal gespannt. Also es wird, könnte wieder eine super interessante Hand, oder ist schon eine super interessante Hand. Sebastian macht ja das Richtige, meiner Meinung nach. Race die, aber Race die halt ziemlich klein, so, wenn man den Pot sieht. Und jetzt ist Massimo, muss halt hier 275 Euro bringen für einen Double Gutshot, welche beide auf die Nuts, ziehen nicht auf die Nuts beide, nur der obere Ausgang. Und halt auf kein Herz. Bin ich mal gespannt, was Massimo jetzt hier macht. Massimo muss halt überlegen, wenn jetzt halt das Herz reinkommt und sein Gutshot, dann ist er halt immer Toast, ob es sich jetzt lohnt. Vielleicht gibt er sich noch einen Treffer sogar gut, aber das ist halt auch bei der Action unwahrscheinlich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Hugo isst erstmal was. Ja. Massimo hat hier keine einfache Entscheidung, aber ich finde, er sollte hier auf jeden Fall folgen. Obwohl. Er muss jetzt 275 Euro bringen für 1,8 mit Option halt. Das ist halt kein Flush Draw, das war das Problem. Wäre es jetzt ein Peak, wäre es halt was anderes. Aber. Ja, gut, aber. Ja. Ja. Er called, okay. Jetzt haben wir hier schon Monster und Hugo. Fragezeichen über dem Kopf, definitiv. Ja, und wieder 1,8 im Pot. Bin ich mal gespannt, wenn es ein 9 Herz 9 kommt, dann ist es halt. Desaster für Massimo.
At the river, please. Jack. Boah. Was eine Blank für Hugo. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sebastian macht, ja. All in. Der geht all in. Aber es sind halt nur noch 517. Und Hugo, er hat halt nicht wirklich einen Hinter. Ja, Hugo wird es höchstwahrscheinlich bezahlen. Also Hugo muss hier 517 bringen für einen Pot von 2850 Euro. Also ihr kriegt ihr auch fast wieder 6:1 mit Damen auf dem Board. Okay, 6-8 schlägt ihn. Bube unwahrscheinlich. Naja, das bringt der Hugo nach. Und da zieht er hier eiskalten 3K-Pot, der Hugo, und er hit called. Er überlegt aber noch. Aber es sind halt nur 500 Euro, die der Sebastian da hat. Es ist halt logisch, dass Sebastian das macht, aber... Und währenddessen können Massimos Karten gar nicht drauf warten, endlich in den Mack zu wandern. Der hat jetzt auch, denke ich, so viel Geld investiert für nichts und wieder nichts. Ja, Hugo, ich weiß nicht, Hugo überlegt jetzt halt, was kann er schlagen. 554. Wie, mit was macht er das? Macht er das hier mit vielleicht Bube 7? Tupair ist im Smallblind, der kann hier vieles haben. Bube 5 kann er haben. Kann er auch 6-8 haben. Kann er halt super viele. Ja, Call, Tipp. Und Sebastian. Ja. Call Bad und der Fold. Und Hugo wird sich freuen. Und da liegt ordentlich drin. 2,8K-Pot. Wow. Mit Queens. 50 Euro. Wow. Größter Pot des Abends bisher, oder? Bisher, ja. Yep. Das tut weh. Und jetzt kann Hugo ein bisschen türmen. Und Sebastian sieht... Ja, das ist das Problem. Sebastian hat halt nur noch 500 Euro behind. Würde er hier 1,5 oder so reinschieben, wird halt ein ganz, ganz anderer Call werden für Hugo. Ja, schauen wir mal. So, da wird in die Tasche gegriffen. Ja, wer wird Millionär?